Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. So, es ist schon sehr lange her, dass wir das letzte Mal gezockt haben hier. Ich glaube, es ist jetzt 2 Monate her. Und zwar ging es mir in letzter Zeit nicht so besonders und also besonders gut. Und deshalb habe ich eine Pause gebraucht von dem ganzen Gezocke und hin und her und möchte jetzt aber weiterspielen. Mir ist auch inzwischen am PC die Grafikkarte verreckt. Habe jetzt eine neuere, also eine bessere, nicht ganz neu, aber für meinen PC hier mehr als ausreichende Grafikkarte und auch für die Spiele, die wir zocken. Mir ist dann aber auch aufgefallen, dass ich seit der Reparatur ein kleines Problemchen mit The Evil Within habe. Und zwar, also ich würde es aufnehmen, ohne dass ich was sagen kann, weil irgendwie klappt das mit dem Mikro nicht mehr und dem Spiel. Wahrscheinlich müsste ich das Spiel komplett neu starten und also wirklich von vorn, ganz von vorn, nicht nur das Kapitel, weil es hat überhaupt nichts hingehauen und ja, ich habe das Spiel sowieso irgendwie verhaut, ganz ehrlich gesagt, und ja, ich glaube, ich werde Evil Within mal auf die Seite schupfen. Vielleicht machen wir irgendwann mal ein Replay dazu, ich glaube, das sagt man so, ne? Und ja, dann werde ich es geschickter anstellen. Aber ja, wir sind jetzt bei Moonlighter, das hat jetzt nichts mit einem Horrorspiel zu tun, obwohl es manchmal, nein, eigentlich überhaupt nie, das Spiel war noch nie ein Horror für mich, nein, überhaupt noch nie. Aber was ich jetzt schauen muss, was haben wir denn jetzt eigentlich noch alles? Ich bin überhaupt komplett planlos. Was ich gern mal hätte, ganz ehrlich gesagt, wäre echt mal ein besseres Aufräumsystem. Dass man sagen kann, okay, Gebiettrennung und so weiter, ne? Habe ich mir zu dem Spiel irgendwo eine Notiz gemacht? Müssen wir jetzt irgendwas machen? Warte mal kurz, ich habe gar nichts gemacht, wie immer. Warte mal ganz kurz, ich muss hier raus. Wie war das noch gleich? Ja, ich bin total doof. Okay, das war hier. Ich möchte... schauen können, was wir jetzt da als nächstes machen müssen. Wie konnte ich denn nochmal... Das war nur für die Items, ne? Da, ich bin so doof. Ich hätte vorher nachschauen sollen. Hier war das. Okay, Entschuldigung, hab schon gefunden. Ich wollte einen Kalender anschauen. Wo sind wir denn? Hier sind wir. Den Landschaftsgärtner haben wir geschafft. Was haben wir denn hier? Innerhalb von einem Tag 5-mal modifizierten Samen bringen, dann 5 Nährböden und 10-mal Landschaftsgärtner-Notizen. Okay. Also, modifizierter Samen. Hoppala. Ich will da weg. So. Modifizierter Samen. Haben wir das vielleicht? Da drüben sehe ich welchen. 3 Stück. 5 Stück. Perfekt. Den nehme ich schon mal mit. Wie ging das so? Dann brauchten wir diesen Nährboden. Quasi so eine Art Dünger. Den habe ich, glaube ich, überhaupt nicht, ne? Hier glaube ich nicht. Schauen wir mal woanders rein. Gehen in die Leere, wie es sein soll. Ah, ich habe schon auf die Seite gelegt gehabt. Okay, so schlau war ich schon. Wow, das ist ja komplett befremdlich für mich. Okay, die kann ich wegtun. Die kann ich, wieder beruhigt einsortieren. Was ich auch kurz schauen muss, ist Nährboden. Wie war denn das? Wie hat denn der ausgeschaut? Nährboden. Ein Sackel. Ist logisch, ne? Ein Sackel voller Erde. Zocki. Was wird es sonst sein? Ein Säckchen voller Erde, von dem wir, glaube ich, überhaupt nichts haben. No. Nix haben wir. Das heißt, wir müssen in den Wald tanschen, ne?
und schauen, dass wir Nährböden kriegen. Ich muss noch eins nachglubschen, zwecks Nährboden. Steht dabei, wo man den Transportpflanzen, bla bla. Nicht wirklich. Okay, dann müssen wir schauen, dass wir in Kisten und so weiter unser Glück finden. Scheiße, drück mich wieder. Also, wir sind leer. Stimmt, wir haben einen Bogen bekommen. Stimmt. Wir haben Tränke mit. Wir haben den zweiten Dungeon ergründet. Wir haben unsere Waffen aufgebessert. Unser Outfit auch. Geldmäßig hätten wir genug. Können wir noch was herstellen? Warte mal kurz, Stiefeln, da hat man neue brauchen, ne? Vielleicht können wir was herstellen. Hier habe ich auch keinen Nährboden liegen, ne? Na, da war Wasser, Dingensbums. Na, Nährboden haben wir da keinen, okay. Schnell mal zum Herrn Schmied noch ganz fix. Servus. Ja, servus. Ich bin der Schmied und habe vergessen, wie man wichtig betont hat. Wie immer. So. Ach, hier. Brust hatten wir schon, ne? Stiefel war das Problem. Die hier. Ah, ich benötige Sand. Dieses Ding da unten. Ich glaube, Sand ist das. Mhm. Dann könnten wir die schon herstellen. Ja, dann halt beim nächsten Mal, ne? So, das schauen wir schnell an. Fertig. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, auf in den Dungeon. Ah, wir haben ein Portal. Okay. Gut zu wissen. Das heißt, wir waren nur am Auslernen. Okay. Puh, ich hoffe, ich kann das noch hier. Stell mich wieder an wie der letzte Depp, ich weiß es eh. Jo. Gut. Ich bin froh, dass Moonlighter noch geht, ehrlich gesagt. Auf The Irith Inn kann ich eh, weil ich ein Schisshase bin, Angsthase bin, recht gut verzichten. Aber, ja. Moonlighter wäre sehr traurig, wenn das nicht mehr gegangen wäre. So, zack, zack, zack. Das geht schon mal. So. Das, wow. Du Schirm, du. Zack, zack, zack. Dann schauen wir da rein. Ram, dam, dam. Weil vielleicht haben wir Glück und wir kriegen ein bisschen an Sand. Zack, zack, zack. Ja, nicht wegfallen. War das Sand? Ah, ouch. Na, hat nur so ausgeschaut. Zack, zack, zack. Zack, zack. Leider nichts mit Sand, aber da geht's weiter. Ui. Gift ist ja klar. Was sonst? Zack, zack, zack. Und zack, zack. So. Jetzt ist das Spielerbild zu leise. Kann das sein? Da, 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 da. Das nehmen wir natürlich alles mit. Was haben wir da? Zerstört Flugeffekt von einem Gegenstand in der Nähe. Und hier ebenfalls. Dann nehmen wir das da mal für... Und das da. Und wir haben Früchtchen, Waldfrüchte. Lecker, lecker. Und das nehmen wir mal mit. Ich packe das mal hier hin. Wenn wir dann wieder so ein Fluchdingens haben, können wir das super mit dem da, da kombinieren. Da, da. Ja. So, zack. Au, au. Also da haben wir so einen Raum, da brauchen wir nichts mehr. Da. Ja, ja, ist schon gut. So. Ich sollte mal wieder runterschauen, ne? Was gibt es? Nein, da gibt nichts. Hier noch runterschauen. Da ist auch nichts. Gut. Ah, dort ist ein Sträuchlein. Falls ich mich öfters muten muss, liegt daran, dass ich verdammt viel husten muss. Ich bin nicht erkältet, aber keine Ahnung, wie soll ich das beschreiben? Zwecks meiner Arbeit, ja, habe ich in letzter Zeit etwas viel, Staub eingeatmet und der kratzt jetzt halt fürchterlich im Hals und ja. Also, falls ich mal ein Hüstelchen-Anfall bekomme, nichts denke ich dabei. So. Tada! Ah, derweil läuft es gut mit dem Hals. So, du Schwammerl, her damit mit deinen Sachen. Ich bräuchte bitte einen Nährboden, eigentlich 5. Bitte? Wahrscheinlich muss ich die Ebene wechseln. Zerstört bei Rückkehr einen Gegenstand in diese Richtung. Ja, bist du narrisch? Das geht aber überhaupt nicht. So, da können wir auch schon stapeln, schön brav. Was haben wir hier? Zerstört Flucheffekte. Das ist super. Dann werden wir das gleich für den da nutzen. So. Und zack. Und zack. Dann können wir die auch schon stapeln. Und selbstverständlich auch das schon mal.
Das nehmen wir natürlich auch mit und passt. So, wir müssen runter. Ich schau mal. Nein, da ist nichts. Okay. Ups, da. Da drüben ist ein Busch, der nichts hat. Wow, da sind viel von diesen Viechern. Das ist gut. Eigentlich. So, kurz ein bisschen rum. So. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. Na, du kleiner Scherb, du. Au. Jetzt, zack. Geht ja. Ah, Blätter. Wow, Blätter, Blätter, Blätter. Du bist keine böse Truhe. Nein. Zack, zack. Sehr, sehr gut. So, was haben wir denn da? Einmal Dünger. Zerstört Brücke einmal den Gegenstand in dieser Richtung. Das werden wir auf keinen Fall zulassen. Auch dasselbe hier. Das war schon der Effekt da, ne? Ja, zerstören, tun wir nichts. Und das nehmen wir auch mit. Super. So. Runter, glaube ich, ne? Ja. Zack. Boah, den hat es jetzt weggeschnappt. Zack. So. Zack, zack. Ja, mit den Platten. Ah, Ebenenwechsel. Ist, glaube ich, noch zu früh, ne? Da habe ich noch nicht alles durchgeschaut. Heilen brauchen wir zwar nichts. Wir sind noch nicht so schwer verwundert. Oh, Wunder. Für die Evil Within Fans noch. Es tut mir echt leid, dass ich es nicht fertig spielen kann. Auch wenn das jetzt ziemlich sarkastisch sich anhört. Aber ja, ich wollte es eigentlich schon gern zu Ende spielen. Ich war auch schon echt, ehrlich gesagt, ein bisschen verzweifelt und wegen dem Schwierigkeitsgrad, hoppala. Und wollte eigentlich mich schon erdreisten, ja, auf normal zu spielen. Also nicht überleben, sondern eins darunter, ne? Damit ich weiterkomme. Aber es funktioniert mit dem Mikro nicht. Ich hoffe, ich krieg's noch hin. Aber momentan schaut es echt schlecht aus. Halt, da wollte ich was wegschmeißen. Das werden wir hergeben. Und ich glaube, das werden wir hergeben. Von dem Zeug können wir eh noch im Golem Dungeon einen Haufen farmen. Mir ist es einfach wichtig, dass wir die Zettel da schon mal mitnehmen können. Weil so es ausschaut, dass wir... Ha! Na, jetzt ist der Loot weg, du Schwein. Weil so es ausschaut, werde ich da ein bisschen Probleme kriegen mit dem Nährboden. Ich glaube, der war erst in der zweiten Ebene, ne? In Truhen wahrscheinlich. Zack, zack. Ah, da. Du Schleimbatzen. So, das war's für dich. Nicht viel. Komm her, komm her. Ah, wir sind voll, okay. Zack, zack. Dann schauen wir hier noch rein. Hier war nämlich noch eine Truhe. Au, 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 au. So. Na, du kleiner Schelm, du. Zack. Zack, zack. Zack. Und dann müssen wir noch einmal schnell nach Hause gehen. Und ich hoffe, dass es noch nicht Tag ist. Was mache ich da? Sag jetzt nicht im Ernst, in der Truhe war nichts. Ah, ich bin doof, da waren wir ja schon, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Ich bin doof, fertig. So, so zack, zack. Ah, da. So. Was hast du Feines? Nur ein Hinweis? Nix. Gar nichts. Ja, ist auch nicht schlecht. Ach, ich versuche mich wieder. Ich will jetzt... Alter, darf ich nicht stimmen? Ich muss jetzt das kämpfen. Alter. Zack, zack. Zack, Alter. Zack, Alter. Ja, Herrschaftszeiten. Du Schwammelding, du. So, mal schauen. Da unten ist auch wieder nichts. Das... Schau. Es ist halt echt... Na, hergeben will ich nichts, ehrlich gesagt. Die Dinger könnte ich hergeben. Da kann ich noch was vom Roten sammeln. Dann könnte man eigentlich Tränke brauen, ne? Ich weiß nicht. Hm.
Ich glaube, die Pilze waren nicht so viel wert eigentlich, ne? Machen wir so. Sammeln wir doch das. Ich bin komplett unentschlossen, ihr merkt es schon. Also eine ganz normale Zucki-Reaktion. So, da haben wir noch was liegen. Danke. Da haben wir noch einen Kampf, noch einen Bossraum. Zack, zack. So, schauen wir, ob da was unten ist. Wieder nichts, Alter. Gut, jetzt können wir eigentlich die Ebene wechseln. Machen wir auch sofort. Und dann werden wir schnell nochmal den Dungeon verlassen. Unseren Krempel wegbringen. Jetzt musste ich darüber. Und dann schauen wir und hoffen wir und beten wir, dass wir mehr Boden kriegen. Ja, einmal heilen, das ist ganz famos. Lalila. Oh. Gar keine Entspannungsmusik. Wahrscheinlich, weil ich was gedrückt habe. So, dann gehen wir mal in die nächste Ebene und... So. Wie lange hatten wir die Parts? Ich glaube, eine halbe Stunde, ne? Ja, das passt schon. Für die erste Probeaufnahme ist das, glaube ich, nicht so schlecht. So. Also, wir sind voll wie ein Christbaum. Das bedeutet, wir müssen raus. Und zwar flott die Karotte. Ich vertrete mich schon wieder. Ich vertrete immer vor dieser Scheiße. Na, das ist der falsche, oder? Warte, das war schon zum Geld anvertraust, öffnet sich ein Dungeon-Portal. Na, passt schon, ist schon richtig. Meine Güte, bin ich veraltet. Und bis gleich. So. Bring mal schnell die Beute nach Hause. Wahrscheinlich müssen wir einmal schnell Handel treiben, damit wir unseren... Es dürfte Tag sein, ja. Genau, müssen wir vorher noch schnell unser Geschäft aufmachen, damit wir den modifizierten Samen hier abgeben können. Haben wir was für unsere Sailbox? Wahrscheinlich schon. Warte kurz, ich muss mal schnell das Zeug reinschmeißen. Zack, 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 zack. Habe ich schon zack gesagt? So. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das könnte man mitnehmen. Das auch. Ja. Das nehmen wir auch mit. Das tue ich gleich rüber. Zwecks Aufgabe. Das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Und das kommt in unsere Sale-Kiste. Und das und das und das. Und das behalten wir auf fürs Tränkebrauen. Und die Gießereisachen will ich noch behalten. Ich würde sagen, magisches Holz, das können wir auch mitnehmen. Die Sämlinge können wir in die Kisten schmeißen. Das nehmen wir noch mit. Und das in die Kiste. Und das nehmen wir mit. Jetzt bin ich gleich voll. Feuerfester Stoff. Na, da bin ich eher für das da. So. Ich mach mal kurz da unten voll. Also reinschmeißen wir das da und das da und das da. Und das lassen wir. Magnet. Magnetit. Lassen wir, glaube ich, mal. Besonderheiten. Ja. $1500. Dann tun wir es mit 1007. 100. Dann da. Wasser haben wir schon. Magnetit können wir einschmeißen. Und die Früchtchen. Ah, die Früchtchen sind besonders. Nehmen wir den da. Da war es mit 111. Das weiß ich noch auswendig. Achso, darf ich nicht. Hoppala. Fehler gemacht fast. Darf ich nicht. Nehmen wir den da. Boah, der ist auch wertvoll. Echt jetzt? Das da? Das geht. Das ist Krempel. Na, warte kurz. 100. Okay, 120. Machen wir mit 115 mal. So, wie schauen wir da aus? Mit, okay. Da können wir vielleicht auf 450 gehen. Magnetit.
Da werden wir vielleicht einmal so auf 150 schauen. Vielleicht ist der Mehrwert, ich weiß es nicht. Sollen wir uns trauen? Ich habe keine Ahnung. Probieren wir es mit 500, ne? Übertreib gleich mal. Ist wurscht. Dann haben wir hier noch was. Und zwar auch hier möchte ich gerne mit 450 machen. Tausender hier weiß man nicht. Das ist Fragezeichen. Dann nehmen wir auch wieder den mit 111. Das ist Quest. Ist eigentlich wurscht, können wir das da auch machen. Mit 1700 hatten wir hier, ne? Dann. Da oben habe ich schon. Ah, das passt eigentlich eh. Ja, das glaube ich passt schon mal. Gut. Haben wir hier für hier noch irgendwas? Theoretisch, ich meine, die fahren wie eh wie Sau. Dann gehe ich schnell das Quest-Item holen. Die Sämlinge behalte ich gleich mal, weil die sind echt gefragt, ne? Und die Knolle, die werde ich auch gleich aufbehalten, weil die war eigentlich auch sehr gefragt, ne? Oh, da könnte ich was decken, warte mal kurz. Na, so steckt man nichts alles. Zocki, so macht man das nicht. So macht man das. Haben wir noch irgendwas? Ich weiß, ich trödel schon wieder Vollgas. Ich könnte noch schnell, weißt du was, ich gehe noch schnell die Tränke brauen. Für die Helden, damit die auch mal was haben. Und zack. Dam, dam. Dam, 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 dam. Boah, den Hund habe ich noch nicht gesehen. Ja, hallo Schnuffi. Ein Rottweiler, oder wie die heißen, ne? Oder Hundemon, auf Pokémonisch. Ja. Gut, hiervon. Wie viel können wir denn eigentlich machen? Einen. Was? Das stimmt nicht, oder? Echt? Warum? Halt nur ein. Ach so, weil mir das Ding fehlt. Ach so, ich weiß schon. Das Orangene. Entschuldigung. Da habe ich jetzt verdammt. Wie viel kann man hier herstellen? 16. Ich würde sagen 15. Machen wir mal. Das geht. Für unsere Helden passt das, glaube ich, schon. Und vom Schwächeren, wie viel könnte man hier? Einen. Na, das passt schon so. Dam, dam. Bam. Baram, bam, bam. Da war auch was Neues. Stadt. Was hätten wir noch? Den. Und dann können wir eigentlich kaufen, ne? Du willst dein, also Bankier, du willst dein Geld für dich arbeiten lassen, dann gib es in meine Hände und ich lasse es für dich auf Bäumen wachsen. Gezeichnet der Bankier. Super, kriegen wir Blüten zurück. Aber wir brauchen eine Bank. Jede Stadt braucht eine Bank. So. Ah, da kommt er schon. Duck, 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 duck. Da ist er. Ohne Heisel? Merci, Sherry. Hallo? Edward? Gold? Wo? Oh, guten Tag wünsche ich. Ja, ich bin Edward, frisch gebackener Einwohner dieser wunderbaren Stadt. Eigentlich bin ich ein Händler, genau wie du, mit einem Unterschied. Ich handle mit Kapitalanlagen, nicht mit Gegenständen. Ja, du Bares, es war es. Vertrau mir dein Geld an und ich mache dich garantiert reicher. Ja, auch wenn es nur ein Goldstück ist, weil die Kiste gehört mir. Ich habe zu tun. Komm in 2 Tagen wieder. Ja, genau. Na gut. Ja. Scheinbar muss er jetzt der Hitler aufbauen. Können wir hier noch was? 70.000? Eigentlich schon. Mehr Trinkgeld? Ja. Sicher. Machen wir einfach. Passt. Eine schönere Kasse. Eine goldene Kasse. Das passt schon. Den Rest sparen wir jetzt eisern auf, weil das ist. So, jetzt machen wir Handel. Unsere Dingen sind voll, das passt mir so. Da würde ich sagen, gehen wir es mal an.
ist so süß, wie sie sich die Haare zusammenbindet. Ich bin bereit zum Schiffen. Ich finde das so cool. Hallo, hier bitte schön, für dich. Deine Sämlinge. Guten Tag, die Dame. Guten Tag, der Herr. Kling, kling. Dam, dam. Dam, baram, bam. Dam, dam, dam. So. Mal schauen. Ah, der erste Dieb ist auch schon da. Ist eh klar, ne? Eine Frau? Ich glaube, eine Frau. Ist ja klar. Na, Gnädigste, ich fang dich. Was stehle ich mir? Was hat er denn, der alte Depp? Dieser weißhaarige Trottel. Ah, scheiße, hab ich erwischt. Nein. So. Ja. Da kann sie schon früher aufstehen, die blöde Pute. So. Und natürlich auch mal ein Tränkelein. Sind wir mit? Ja, müsste passen. Ui, da ist schon der erste. Dankeschön. Wiedersehen. Da ist jemand beleidigt, erfasst. Ich hab's nicht gesehen. Dankeschön. Ja, da freut er sich. Boah, die Sales-Sachen, ne? Danke, wie die Motten zum Licht. Ich will das haben. Ich kaufe das mir. Her damit. So. Was der Trank wert ist, habe ich keine Ahnung. Da ist jemand mit einem Auftrag. Boah, der hat einen fetten Hammer. So, ich hätte... Grüß dich, servus. Ich hätte gern 5-mal Stroh, wenn es nicht da zu viel Arbeit ist, ne? Ich darf dir sogar 10.000 Gutstück zahlen dafür. Also, könntest du mir innerhalb von 3 Tagen 5-mal Stroh bringen? Ja, aber freilich. Selbstverständlich. Haben wir jetzt verdrückt? Glaub nicht. So. Ja, da freuen sie sich. Sie freuen sich, sie freuen sich. Dankeschön. Da hat sie gleich das Trankerl gekauft. Das gefreut mir. Irgendwer hat schon wieder geweint irgendwo. Ich glaube, da drüben, boah, da hinten taugt sie wer. Oh, ist das zu teuer? Ich glaube, das ist zu teuer. Kann das sein? 3000? Weiß man nicht. Aber, halt, da gehört was ins Regal rein. Ich habe keine Ahnung, wie viel man zahlt? 3000 für das Trankerl, ne? Also müssten da jetzt mindestens 3000 drinnen sein. Haha. Schauen wir mal. Vielen Dank für den Einkauf. Dankeschön. Vielen Dank. Vor allem ist da alles leer, ey. Danke. Aha, der da oben ist auch unzufrieden mit dem Teil da. Das ist ihm auch zu teuer mit 3000. 8000, hoppala. Dann würde ich sagen, probieren wir es mal mit 7. Ich muss was nachstellen geben da. So. Dann. Das hier. Das hier. Und das hier. So. Also. 2000 ist ein guter Preis. Gut, dann machen wir es so. 400 ist ein guter Preis. Bringen wir es mal mit. 420, oder? Oh, da ist jemand was zu teuer. Das hier? Tatsächlich. Passt. Aber wir haben jetzt alle Preise. Also. Hoppala. So wollte ich. So. Aha, da hat jemand wieder Trankerl gekauft. Boah, den einen hat er gekauft. Okay. Okay. Den teuren mit. Da, wir haben 3100, wir haben 100 Gewinn, unter Anführungszeichen Gewinn. Ist hier nicht wirklich ein Gewinn noch. Kann ich mir das nächste Mal mehr zutrauen? Da wissen wir es noch nicht. 100, ja. Probieren wir es mal mit 115. So. Dankeschön für den Einkauf. So, da können wir auch noch was reinschmeißen. Die Zettel nicht, aber das hier. So, dann haben wir mal Dankeschön. So, ich könnte noch mal schnell raufschuddeln in unser Lager und schauen, was wir noch hätten. Stroh ist reserviert. Wir können noch die Früchtchen nehmen. Wir können noch das hier. Oder? Ach, ein bisschen aufsparen wäre auch nicht schlecht. Ne? Ich weiß es nicht. Ähm.
haben eigentlich sonst gar nichts Gescheites mehr. Ach, die Früchte gebe ich noch her und dann passt schon. So. So, dann soll es gut sein. So, servus, Dankeschön. Kauft's noch fest ein, ihr Menschen. Ein Dieb, so geht das nicht. Hui, hab ich. Ach, zum Glück ist der jetzt nicht schnell gelaufen. Das war jetzt nur Glück. Puh. So. Da graust sich wieder wer. Oh, Dankeschön. Halt. Danke. Servus. Gut, der hat es auch gekauft. Das freut mich. Dankeschön. Servus. Na, wer bist du? Ein kleines Kind. Ist das jetzt ein Dieb? Na, vor allem ist es ein Dieb. Du Gauner. Ist ja nicht zu glauben, sowas. Vielen Dank, Gnädigste. Oh, okay, das ist da oben. Ah, ach so. Hast du trotzdem genommen? Lol. Ah, okay, das Wasser ist zu teuer. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Da ist auch noch immer was zu teuer. Ich glaube, das hier. Gehen wir mal. Oh. Billiger ist es. Aber die Nachfrage wahrscheinlich schon zu niedrig ist, ne? Von dem Wasser muss ich dann in Zukunft was sparen. Das darf ich dann nicht so schnell verkaufen. Dann geht das schon. Also nicht so oft mehr. So. Was haben wir denn verdient? 3 Einbrecher haben wir geschnappt, das ist super. Wow. Ich glaub, ist das jetzt neuer Rekord? Ich weiß es gar nicht mehr. 195.587 haben wir verdient. Das ist schön, oder? Das ist ja herrlich. So, ich werde gleich mal das Wasser hier zusammensammeln und werde das gleich mal in eine Truhe schmeißen. Wo ich dann weiß, dass das etwas, dass wir da zu viel verkauft haben. Ich glaube, da werde ich mir die hier nehmen. Obwohl, das war die Quest-Truhe, die Aufgabentruhe. Nehmen wir das so. Und hier Aufgabe. So. Gut. Wir sind normal gerüstet. Es müsste alles passen. Das heißt, wir gehen gleich in den Dungeon zurück. So. Aber zuerst werden wir den Part beenden. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!